So. Und da sind wir auch schon im dritten Part von Game of Thrones. Und ich lasse das einfach mal hier laufen. Drück ab und zu nebenbei oder drück auch nicht und quatsche Lord dann Ethan, is it? My einfach mal mit condolences euch for your über das father Spiel. and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. Ich finde die Grafik vom Spiel finde ich gut. My only regret is I So wasn't typisch there to drag Telltale-Game, wie the ihr das into jetzt so its arm seht, myself. finde I've ich been sehr waiting gut. for this Und day all my life. My father died a hero, ja, fighting for the North against traitors and ich finde von der Machart her, finde ich die Telltale-Games immer total klasse, weil die am nächsten an einem Point-and-Click-Adventure dran sind. Hier hat man, wobei das finde ich teilweise sogar besser, weil man steuert ja den Charakter auch ab und zu und muss dann halt irgendwas machen. Und das finde ich eigentlich so von der Machart finde ich das richtig geil. Was mich nur stört, ist, dass es immer ewig braucht, bis es den Deutsch gibt. Ich kann kein Englisch. Also das ist so viel Hintergrundinformation zu Game of Thrones, was ich jetzt gerade hier so alle. Ja, wenn ich Englisch könnte, erfahren würde, so kriege ich es halt nur in Bildern mit. Also in Videos. Und ich würde mich echt freuen, wenn das ein Deutsch-Patch kriegen würde, dass ich das dann nochmal komplett in Deutsch spielen könnte. Und auch weiß, was die mir da sagen. Das finde ich halt immer so schade. Das hat bei Walking Dead schon so ewig gedauert, bis mein Deutsch-Patch kam. Ja, leider kommt dann meistens immer nur deutscher Untertitel und nicht richtig mit Deutsch. Ich würde mir echt mal wünschen, so Walking Dead. Oder hier Game of Thrones, beste Beispiel. Game of Thrones, nicht nur mit deutschen Untertiteln, sondern mit deutschen Stimmen. Das wäre doch brachial geil. Aber hier von Telltale. Also jetzt nicht irgendeinen anderen Scheiß, so, sondern so wie jetzt ist von Telltale, aber halt in komplett Deutsch. Das wäre so der Burner. Man kann schön entspannt spielen. Ich finde die Telltale-Games auch immer sehr entspannt. Man jetzt muss man halt immer lesen, aber überlegt euch doch mal, wie das wäre, wenn das jetzt komplett in Deutsch wäre. Man könnte einfach nur zuhören und halt ab und zu mal einen Knopf drücken, wenn er jetzt so wie jetzt hier, wenn er labert und würde er schön Sachen erfahren oder komplett Game of Thrones halt irgendwelche Hintergrundinformationen oder andere Charaktere oder so. Ey, das wäre so geil. Aber so an sich, ich bin ja eigentlich vermutlich der Einzige, der halt mit Englischer so Probleme hat. Also ihr kennt es ja alle. Für euch ist es auf jeden Fall, wenn ihr Game of Thrones mögt, wenn ihr Telltale Games mögt. Also ein bisschen kriege ich ja mal noch so nebenbei mit, aber naja. Aber für mich auf jeden Fall, wenn man Fan der Serie ist, oder da gibt ja auch Bücher davon, also die Bücher waren ja zuerst da, heißen, glaube ich, die Geschichte von Feuer und Eis, wenn ich mich erinnere. Habe ich aber auch damals nur erfahren, ich bin erst über die Serie drauf gestoßen, also ich habe die Serie von Anfang an geguckt. Und ja. Und das Spiel ist wirklich geil. Vor allem, ich finde geil mit der Steuerung, mit links, rechts, so runter und dann die Tasten drücken, Tasten gedrückt halten oder immer wieder drücken. Also das lockert das alles so ein bisschen auf und also nicht nur ein bisschen, ganz schön. Also ich finde die Telltale-Games, die sind eigentlich immer richtig geil gemacht. Bloß ganz großes Manko ist, dass es nicht in Deutsch ist. Nicht mal deutscher Untertitel. Ich würde mir echt mal ein Telltale-Game wünschen, nicht nur deutschen Untertitel, wo es ewig braucht, bis der deutsche Untertitel da ist, nee, so komplett in Deutsch. Boah, das würde ich ja so suchten. Das glaubt er ja auch nicht. Weil die Telltale-Games immer geil umgesetzt sind. Ihr seht es hier gerade. Ich will jetzt auch nicht noch mehr Videos machen. Da sieht er schon wieder eine Trophäe. Weil ich euch nicht zu viel verraten will vom Spiel. Ihr sollt schon selber spielen und durchspielen. Ich will euch halt nicht zu viel verraten. Ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr euch
das öfters wünscht, dass ich die Bewertung zum Spiel nicht am letzten Part, am Ende mache, sondern als einzelnes Video. Schreib's doch einfach unten in die Videobeschreibung. Ach, in die Videobeschreibung. In die Kommentarbox. Mensch, ich bin noch ganz wirr heute schon. Ja, das soll soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ein Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.